Jo Leute, Sidney am Start und willkommen zu einem neuen Nanatsu no Taizai Video. Heute geht es mal um Merlin. Ich habe mir gedacht, ich spreche mal ein bisschen über Merlin. Merlin ist momentan im Manga sowieso im Fokus, das heißt, sie ist im Camelot Arc definitiv präsent. Wir sprechen heute mal ein bisschen über sie, weil sie ja schon ein sehr, sehr geheimnisvoller Charakter ist einfach. Sie hat die krassesten Mysterien in Taizai, finde ich zumindest. Und sie ist von ihrem Powerlevel auch sehr, sehr weit unten in der Liga. Und trotzdem hat das aber überhaupt nichts zu bedeuten. Also wie wir das halt im Manga aktuell erfahren können, sehen wir einfach, dass Merlin overpowered as fuck ist. Und ja, Powerlevel sowieso nicht wirklich großartig wichtig in Taizai sind, was wir die letzten Wochen, die letzten Kapitel so erfahren konnten. Merlin ist einfach Hex. Sie ist eine Hackerin, sie cheatet einfach, sie ist einfach nicht mehr normal. Sie kann einfach gefühlt irgendwie alles und ja, du willst sie nicht als Gegner haben. Deswegen sprechen wir heute mal ein bisschen über Merlin, stellen uns so ein bisschen die Frage, ist Merlin vielleicht auch zu overpowered, vielleicht sogar overpowereder als Meliodas oder Escanor? Da gucken wir einfach mal ein bisschen drüber, einfach in einer anderen Art und Weise, nicht nur von der puren Stärke her, sondern einfach was so diese taktische Sicht betrifft und so weiter. Wir schauen uns mal ein bisschen Merlins Fähigkeiten an, ihre Zukunft, ihre Kräfte und auch so ein bisschen im Hinblick auf ihre Vergangenheit und was sie möglicherweise jetzt mit Cusack oder auch Chandler anstellen könnte im momentanen Camelot-Arc als Rache für Arthur. Und ich komme am Ende des Videos noch zu meiner persönlichen Meinung, wie das Ganze auch ein bisschen pairing-technisch aussieht in Bezug auf Escanor oder in Bezug auf Arthur. Ich denke, das sind so die wesentlichen Punkte zu Merlin, die wichtigsten vor allem, die man zu Merlin besprechen kann. Deswegen alles weitere jetzt in diesem Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt, um mich zu unterstützen. Und wenn du noch kein Abonnent auf diesem Kanal bist, gerne auch ein Abo dalassen. Zuwachs in der letzten Zeit ist absolut krass. Hier an dieser Stelle auch nochmal fetten Dank für 20.000 Abonnenten. Endlich haben wir das geschafft. Das dazu. Wir starten mit diesem Video zu Merlins absoluten Moment in Nanatsu no Taizai. Das wird mega krass. Kommen wir erstmal zur grundlegenden Frage, wenn man Merlin sieht, sie ist ja sehr, sehr geheimnisvoll, sie ist ja sehr, sehr stark auch und sie scheint wirklich in dieser Geschichte nie wirklich großartig Probleme mit irgendwelchen Gegnern zu bekommen. Sie ist einfach immer dominant, also sie ist immer dominant in der Hinsicht, dass sie den Kampf besser abschneidet als dementsprechend ihr Gegner. Das ist halt echt immer der Fall. Und sieht es anders aus, ist es wirklich letztendlich dann dementsprechend ein Plot-Twist oder kommt es dann nur letztendlich raus, dass Merlin aus dem Ganzen halt als Siegerin hervorgeht, wenn man sich beispielsweise das Beispiel mit Garland rannimmt und man sehen kann, oh, sie ist zu Stein geworden und letztendlich erfahren wir aber, yo, sie ist einfach fucking immun gegen jedes Commandment, also das ist schon extrem krass. So, niemand aus dem Gottesclan, niemand aus dem Dämonenclan kann hier so richtig was anhaben, zumindest was die Effekte betrifft, zumindest was so diese Regelungen betrifft, weil sie ist einfach jemand, der sich da drüber gestellt hat, weil sie die krassesten Wesen dieser Welt, nämlich die Supreme Deity, die höchste Gottheit und den Dämonenkönig, verarscht hat. Sie hat die beiden verarscht. Ich habe schon mal ein Merlin erklärt Video gemacht, wo ich das so ein bisschen aufgegriffen hatte. Ihre Vergangenheit, es ist nicht alles zu Merlin raus, aber so ein bisschen aus ihrem damaligen Dorf, dass sie dementsprechend einen Pakt mit den beiden hatte und beide verarscht hat, dementsprechend halt Geschenke und dementsprechend Segen auch von diesen beiden erhalten hat, womit sie quasi immun durch die ganze Welt schreiten kann. Das ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Hier natürlich die Fragestellung als allererstes, ist Merlin zu overpowered für Nanatsu no Taizai? Ist sie zu overpowered und ist es vielleicht sogar irgendwann so die Frage, könnte Merlin vielleicht sogar irgendwann mal böse sein? Also vielleicht ist Merlin auch ein Charakter, der für sich selbst irgendwie auf etwas hinarbeitet. Das wäre möglich. Wir wissen sehr, sehr wenig über Merlin, auch wenn man sich das eigentlich nicht großartig vorstellen kann, weil Merlin hat natürlich sehr, sehr viel Verbundenheit zu Meliodas, zu Arthur, aber auch zu den anderen Seven Deadly Sins. Deswegen, das möchte ich hier auf jeden Fall nur mal so in den Raum werfen von ihren Möglichkeiten her. Ich denke jetzt nicht, dass Merlin böse wird oder so, aber ich denke einfach, dass sie so ein heftiger Charakter werden kann. Und Meliodas auch selbst sagt,
Wenn er eine Person nicht als Gegner haben möchte, dann ist es Merlin und genauso auch umgekehrt. Ich denke, Merlin ist so ein harter Counter, so ein harter Konter für jeden anderen Nanatsu no Taizai Charakter, weil sie sich einfach irgendetwas aus dem Ärmel ziehen kann, was aber gleichzeitig kein Ass-Pull ist und definitiv gut begründet werden kann. Das kommt natürlich dann halt auch noch durch Nakabas Erklärungsstil, kann man sagen. Also er erklärt das eigentlich immer ziemlich gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und Merlin ist an dieser Stelle auf jeden Fall zu overpowered. Aber ist das ein Punkt in Nanatsu no Taizai, der nicht gut geschrieben ist oder der vielleicht einfach fragwürdig bleibt? Oder ist das vielleicht auch eine nicht so gute Sache? Ist das eine schlechte Sache möglicherweise? Ich persönlich sage, ich finde es gut, dass Merlin so etwas hat, weil Merlin ist im Grunde der Seven Deadly Sins kein Charakter, der jetzt so stark polarisiert. Wir haben Ban sehr, sehr stark im Fokus. Wir haben Escanor, wir haben Meliodas, wir haben zum Beispiel Gopher oder auch King. Die haben alle so ihre Wichtigkeit, aber Merlin, was zumindest ihre Kämpfe betrifft oder was so ihre krassesten Momente in Taizai betrifft, finde ich, ist sie gar nicht so präsent. Also sie zeichnet sich eigentlich nur durch diesen einen Fakt aus, dass sie zu overpowered ist, dass sie alles umgehen kann, dass niemand ihr großartig etwas anhaben kann. Und das sind so die Punkte, die Merlin halt wirklich ausschlaggebend machen, die sie individuell machen, die sie besonders machen. Aber das war es halt schon so. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall ziemlich heftig, macht sie zu einer sehr, sehr gefährlichen Person, vielleicht sogar zur gefährlichsten Person in Nanatsu no Taizai. Aber ich finde, das reicht schon. Also das reicht schon. Es ist natürlich auch sehr, sehr gut, dass Merlin in den Seven Deadly Sins, in dieser Gruppierung drin ist. Aber ihre Kräfte, ihre Fähigkeiten, die brauchen nicht mal großartig ein Power-Up. Also die brauchen nicht mal ein Power-Up, man braucht das gar nicht weiter großartig ausfallen. Es reicht schon so, wie sie ist. Denn es wird immer gut begründet, es wird immer gut eingeleitet und so weiter. Deswegen kann Merlin hier auf jeden Fall auch mit den großen Mächten mithalten. Und das haben wir ja in Taizai sowieso schon gut durchbekommen, dass halt auch schwache Gegner gegen starke Gegner kämpfen können oder vielleicht sogar auch mithalten können. Wie gesagt, Power Level ist hier immer so eine nebensächliche Geschichte. Was ihren Kampf mit Chandler und Cusack betrifft, also wenn man sich mal den momentanen Camelot-Arc anguckt, dann wird man auf jeden Fall feststellen, dass Merlin hier natürlich etwas aktiver jetzt agieren wird. Das heißt, sie hat Cusack auf jeden Fall, würde ich jetzt einfach mal schätzen, als ersten Gegnern von den dreien, vielleicht noch Zeldris, Chandler würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber vielleicht nimmt es Merlin auch mit beiden auf, also Chandler und Cusack wäre auch so eine Möglichkeit, aber ich persönlich würde sagen, sie nimmt sich erstmal Cusack vor, aus Rache für Arthur. Arthur wissen wir, er hat sich das Schwert Excalibur in die Brust gerammt und ist jetzt in einem komatösen Zustand. Wir wissen nicht ganz genau, ist er tot, ist er scheintot, kommt er wieder oder sowas. Das wissen wir alles nicht. Ich denke persönlich schon, weil Arthur ist in der britischen Legende, in der Tafelrunde und so weiter, ist er einfach halt die wichtigste Person, ist halt so. Es muss natürlich nichts heißen, es kann sein, dass er hier stirbt, es kann sein, dass er nicht weiter beleuchtet wird, aber ich denke, dass Arthur durch Nakabas Erzählungsstil schon als wichtig erscheint. Er hatte ja auch mal angeteasert, dass er mit Arthur selbst eine Art Spin-Off plant oder in so eine Richtung gehen möchte, dass wenn Nanatsu no Taizai mal zu Ende gehen sollte, dass es ein Spin-Off gibt, eine Fortsetzung möglicherweise, die so ein bisschen Arthurs Story einfach so erzählt oder seine Reise oder seine Geschichte als König, und man geht so ein bisschen auf diese Tafelrunde mit Lancelot und so weiter. Solche Charaktere gibt es ja noch gar nicht in Taizai, dass man so dieses ganze britische Legenden-Ding einfach komplett durchballert und so weiter. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ist ja in Taizai sehr stark vertreten. Du hast ja überall durch diese arthurischen Legenden und so weiter, hast du ja diese Anlehnungen. Du hast Meliodas, du hast Ban, du hast Arthur, Merlin und so weiter. Du hast ja ganz viele Namen, die dadurch einfach schon bekannt sind, kann man sagen. Man kennt ja diese Filme, man kennt ja diese Geschichten und diese Serien auch von Real Life oder so, wo sowas halt auch schon bekannt ist. Und deswegen könnte man hier so eine Art Spin-Off definitiv drehen. Ist jetzt auf jeden Fall die Sache, wie ist das für Arthur in normalem Taizai wichtig? Also kommt er dann nochmal wieder oder wird er erst am Ende wieder belebt oder so? Hat er nochmal einen Moment? Und Merlin könnte hier erstmal diese momentane Situation für sich nutzen, dass Arthur halt
komatös irgendwie scheintot erstmal da liegt, dass sie Cusack auf jeden Fall zur Rechenschaft ziehen kann und ihn kaputt machen kann. Das würde ich auf jeden Fall ziemlich stark feiern, denn Merlin war halt auch diejenige, die Arthur gerettet hat, die ihn wegteleportiert hat und so weiter. Und deswegen fände ich es halt schon stark, wenn sie sich um denjenigen kümmern würde, der Arthur das angetan hat. Das wäre sehr, sehr stark auf jeden Fall. In diesem Camelot-Arc denke ich, weil es halt auch in Richtung Finale geht so langsam, wir haben nicht mehr so viel in der Nationalteil. Seit Zeit definitiv. Nächstes Jahr geht das Ganze zu Ende, 2019. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Merlin-Screentime wünschen, weil da gibt es noch so ein paar Punkte, die auf jeden Fall geheimnisvoll sind, wo man nicht ganz genau weiß, was ist jetzt mit Merlin überhaupt? Also, warum hat sie das alles so? Wir wissen zwar, wie sie die Stärke bekommen hat, aber trotzdem, es gibt so ein paar Punkte, die Merlin auf jeden Fall noch offen lässt. Und da würde ich auf jeden Fall ziemlich stark erfahren wollen, was Merlin da einfach betrifft. Deswegen, hier im Camelot-Arc könnte die Screentime, was Merlin betrifft, sehr, sehr stark präsent sein. Wir kommen jetzt ganz kurz noch auf eine Thematik, die ja auch einige so ein bisschen triggert, und zwar die Zukunft von Merlin, ihr Pairing-Partner, kann man sagen, also Escanor oder Arthur. Das ist natürlich so die Frage. Escanor ist natürlich übelst verliebt in Merlin, also auch so ein bisschen unglücklich verliebt. Bringt man das hier wirklich zusammen, Merlin und Escanor? Ich denke schon, dass man Merlin und Escanor irgendwie zusammenpackt. Also das hat man ja auch anfangs so ein bisschen mit King und Diane gemacht, dass Diane auf Meliodas stand, aber in Wirklichkeit stand sie schon immer auf King und das wurde so ein bisschen verdreht und so weiter. Deswegen, also ich könnte mir vorstellen, das packt man letztendlich vielleicht doch zusammen. Ist die Frage, ob Escanor wirklich überlebt oder ob er vielleicht auch sterben kann. Das ist möglich. Ich habe schon mal ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich mir Escanors Tod vorstellen kann, weil er ist einfach einer der großen Charaktere, der sterben könnte. Ist halt einfach so. Und Arthur ist so mehr so der Schützling. Es gibt auch eine sehr, sehr riskante Theorie, dass Arthur der Sohn von Merlin und Escanor ist. Die fand ich auch ganz interessant, obwohl ich das persönlich nicht glaube oder so, aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr krass, wenn man so Zeitreisen und so weiter hier mit einbauen würde, dass Arthur wirklich so eine Art Sohn von Merlin und Escanor wäre. Das fände ich auf jeden Fall ziemlich stark, aber es wird sowieso nicht der Fall sein. Fände ich nur auf jeden Fall sehr, sehr lustig, wenn Escanor da quasi auf seinen eigenen Sohn eifersüchtig wäre. Das finde ich schon sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, das wird sowieso nicht der Fall sein. Escanor hat sich Merlin definitiv verdient. Ich gönne es ihm auf jeden Fall, auch wenn mein persönlicher Favorit in Taizai Arthur bleibt. Das sind so meine momentanen Gedanken zu Merlin. Ich dachte, ich mache auf jeden Fall mal ein Video zu Merlin, wo ich mal so ein bisschen ihre aktuelle Lage bespreche, was so in der nächsten Zeit auf sie zukommen kann. Wie gesagt, kampftechnisch erwarte ich da sehr, sehr viel. Screentime-technisch erwarte ich da sehr, sehr viel. Und dann gucken wir einfach mal, wie die kommenden Kapitel so aussehen werden. Das wäre soweit von meinem Video zu Merlin gewesen. Wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das wäre es gewesen. Haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.